Oh, hallo Leute. Ja, da bin ich mal wieder. Und diesmal bin ich auf dem Live-Server. Und zwar aus einem Grund, weil morgen ist mein letzter Tag. Morgen läuft das Abo aus. Und ich wollte mal euch ein bisschen zeigen, was ich hier so in der Zeit geschafft habe. Wir sind jetzt auf Alliat, das Sekt 06. Ich wollte noch mal schnell zeigen, dass noch mal die Preise zeigen von den Schiffen hier auf dem Live-Server. Ja, hier ist ein bisschen was los, sehe ich gerade, aber keine Zeit hier rumzuschauen. Da ist der Schiffshop, da guckt schon wir mal schnell. Und jetzt zeige ich euch mal den Markt, was wie hoch die Preise sind von den Tier-1-Erzen. Und dann zeige ich euch mal meine Station, meine Gebiete, meine Raumstation, mein Hafengebiet. Also wie gesagt, die Apex hier, ne? Die hat den gleichen Preis wie in der, auch wie auf dem Demo-Server. So, und das, was ich dachte, das ist diese hier, die Stalwart. Die hat zwar einen großen Behälter, aber ist nicht nicht space-tauglich und die ist wesentlich teurer. Also da bringt eine Apex dann doch schon ein bisschen mehr, finde ich, die Starboard. Also ich würde eher die Apex kaufen. Und jetzt muss ich mal gucken. Diese hier natürlich, die ist aber extrem teuer. Also ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen übertrieben. 48 Millionen. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Aber na gut, toll. Es gibt ja noch andere, gibt ja auch noch Spieler, die statt der Schiffe, nee, Schiffe allgemein, Schiffe verkaufen, anbieten als muss ich mal überlegen, ich glaube ich muss da lang. Ja, ich glaube da müsste mein Schiff sein, von wo ich hingekommen bin. Es gibt ja auch Spieler, die Schiffe. Da ist mein Schiff. Es gibt auch Spieler, die Schiffe bauen und die dann zum Kauf anbieten. Oder den Blueprint. Oder auch fertig. So, ja, das ist mein Schiff. Das habe ich mir selbst gebaut. Das ist eigentlich das Schiff, mit dem ich eigentlich immer unterwegs bin. Und wie der Name schon sagt, das ist ein Missionshauler, den nehme ich meistens für Missionen, wenn ich Missionen fliege. Hat, ich kann es ja mal zeigen, hat sowohl, hat das nun, was ist das? Okay, hat Schwebetriebwerke wie auch Vertikalbooster und schafft, ja, ich weiß gar nicht, was die Schwebetriebwerke plus die Vertikalbooster, was die schaffen würden, aber ja, was ist denn hier wieder los? Ja, das ist auch mal was Neues, das hatte ich auch noch nicht. Sehr interessant wieder hier heute. Schafft in den Space so ungefähr, also an Zuladung ungefähr, ja, so 800 Tonnen, eine Kilotonne würde er vielleicht auch noch schaffen, dann wird es aber schon kritisch. Und die Schiffe hat eine Besonderheit, und zwar kann ich die Vertikalbooster extra befüllen. Mit diesem Tank ist dann auch was drin. Mal gucken. Nein. Habe ich auch gar nicht gebraucht heute. Ich habe zwar wieder Mission geflogen. Also mit diesem fliege ich immer Mission. Ich habe aber noch ein zweites Schiff, mit dem ich auch Mission fliegen kann, die bis zu 2 Kilotonnen Zuladung benötigen. So, ich bin jetzt hier, weil ich Mission geflogen bin. Deswegen ist es hier in Space-Triebwerken. In den Space-Tanks ist auch nichts drin. Ich habe nur Nitrin und Neutron getankt.
Das sind meine Konstrukte. Und dann fliegen wir mal zu meiner Station auf Aliat und von da aus kann ich alles andere euch zeigen. Aber Versuche geht. Das dauert schon zu lange, da überall hinzufliegen. Ist hier, na um die Ecke ist es nicht, aber es ist auch nicht weit. Und gleich, achso, hier, den habe ich mir selbst programmiert hier. Da zeigt mir, ohne dass ich hier irgendwas an Talente einstellen muss, zeigt er mir hier an, wie viel in die Tanks dran ist. Da zeigt er mir an, ob das Fahrwerk, ob das ausgefahren ist. Jetzt muss man gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen. Wir fliegen mal lieber hier lang. Nicht, dass ich irgendwo hängen bleibe. Ich kann euch mal zeigen, das hat hinten vier unübliche Militärtriebwerke und drei unübliche Space-Triebwerke. Aber ich fliege meistens, wenn ich nicht gerade beim Landen bin. Ja, toll, jetzt macht das wieder ein bisschen länger. Ist nicht der stärkste PC hier, meine. Und mal hoffen, dass wir irgendwo gegenfliegen. Aber wir sind noch. Wir sind ja schon auf 1500 hoch. Oder schon wieder ein dynamisches Konstrukt. Da fliegen wir auch gleich mal hin. Das ist der Lupi. Weil ich fliege ja viel umher und da findet man auch viel. Mal gucken, wo das ist. Dafür gehe ich natürlich in die Außenansicht. Irgendwo vor mir, ach da. Ich habe nämlich immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer Ersatzkerne mit. Damit ich, wenn ich was finde. Da will da auch gerade einer landen. Aber schauen wir mal. Damit ich hier Kerne setzen kann. Da ich habe, wie gesagt, viel mehr fliege. Ich fliege viel für andere Spieler, Missionen. Und vor allen Dingen, das ist jetzt ein dynamisch, wenn man den ersetzt, dann bekommt man Bauteile für Bauteile zurück. Und ich habe zum Beispiel viele Space L Kerne ersetzt und konnte mir so ganz einfach Space L Kerne bauen, ohne jemals Gold gehabt zu haben. Das ist dann schon ein bisschen cool. Mal gucken, ob da noch was ist. Aufpassen, dass wir nicht zu hart auftritt. Da ist Mr. Sotan zum Tragen. War jetzt eigentlich nicht geplant. Ich wollte ja euch eigentlich, aber ich glaube, da ist noch nichts mehr. Ich guck nur mal. Doch, da ist doch noch was. Dann schauen wir mal. Sieht aber irgendwie komisch aus. Ganz wichtig immer, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, wie das heißt, Notfallgenerator, nee, Notfall, keine Ahnung, wie das heißt, Notfallelement, so verbunden bin ich, ja, das war Weltraum, das sah aus, als wenn da noch was ist, aber vielleicht ist das auch. Alles ist nur der Kern, aber das macht nichts. Bin nämlich trotzdem mit. Ich guck nur mal schnell. Da sind noch Voxel vorhanden. Okay. Den mache ich aber trotzdem mal schnell ersetzen. Okay. Dann habe ich jetzt nämlich einen Bauteil zurückbekommen. Einen weiterentwickelten Standardrahmen. Und den kann ich dann gleich in meine. Um den Kern kümmere ich mich später. Werde ich dann wahrscheinlich heute Abend noch machen. Ist jetzt so kurz vor 8 Uhr müsste es jetzt sein. In Echtzeit. Da werde ich mich später drum kümmern noch.
um den Kern mache ich jetzt erstmal nicht. Jetzt fliege ich erstmal zu meiner Base of Heimat. Und dann zeige ich euch mal, was man hier so machen kann oder was man schaffen kann. Naja, schaffen kann man viel. Ich bin eigentlich mehr der Spieler, der viel umherfliegt. So, jetzt muss man gucken, wo ist mein Wegpunkt? Ach da. Passen, da fliegen Flugzeuge. Also hier ist immer noch ein bisschen was los. Ich mal warten. Aber der fliegt von uns weg, glaube ich. Ja. Ich bleibe immer noch ein Stück ein bisschen auf der Bremse, dass die Triebwerke erst hochfahren und dann lasse ich die Bremse los, damit wir nirgendwo gegenfliegen. Ja, und ich fliege, das ist eigentlich meistens meine. Also ich bleibe im Sitz, beziehungsweise ich bleibe in dieser Ansicht, weil mir das so am meisten Spaß macht. Nur zum Landen werde ich nachher umschalten und auch diesen roten Strich einschalten, dass ich besser sehen kann, wie meine Flugbahn ist. Das ist doch ein bisschen sicherer. So, wie man sieht, das waren die Versuche, und man kann nicht sagen, dass das Spiel tot ist. Aber es wäre natürlich immer weniger Spieler, leider. Aber tot ist es noch lange nicht. Aber wir sind schon auf 9 Kilometer ran, dann gehe ich mal hier in die Außenansicht. Da wo meine ganzen, wo die ganzen Manneken da unter sind, das ist meine Base und dann werde ich euch die mal ein bisschen zeigen. Ich bin hier nahe von Mark 10, irgendwo muss da hier sein, nein, irgendwo ganz nah an Mark 10, drei Felder weiter. Und ich will mich mal konzentrieren jetzt zum Landen. Deswegen macht sich das ja auch am besten mit dieser roten Linie, dass man das besser einschätzen kann. Jetzt kann ich auch die Bremse mal wieder ein bisschen rausnehmen, damit wir ein bisschen schneller fallen. Obwohl ich ja eigentlich Zeit habe. Aber das dauert dann trotzdem zu lange. So, mal sehen, wo stelle ich mich am besten hin. Da in die Erde, glaube ich, stelle ich mich immer. Ja, das ist meine Station hier. Da fliege ich mal in die Lücke rein hier. Und dann erzähle ich mal ein bisschen was zu meiner Station. Ja, wir hoppen jetzt wieder rum. Heute ist mal wieder ein bisschen der Wurm hier dran. Hoppel, hoppel. Wo bleibt er? War still. So, ja, das ist meine Station. Und da ich ja viele Missionen fliege, komme ich natürlich viel umher. Und dementsprechend finde ich auch viele Wracks. Ich habe in meinem ganzen Leben, das ist auch ein sehr schönes Schiff, das habe ich allerdings im Space gefunden. Und ich habe vorne das Cockpit-Modul, dass ich hier vernünftig aus dem Cockpit rausgucken kann. Mag das nämlich ganz nämlich überhaupt nicht. Mag das überhaupt nicht, wenn man nur so ein kleines Fensterlein da hat. Das mag ich absolut nicht, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich gucke gerne, ich bleibe gerne in der First-Person-Ansicht und fliege dann. Ja, und dieses Schiff habe ich ganz alleine gebaut. Mit dem fliege ich meistens die Mission, die so bis 1
eine Kilotonne gehen. Und das ist mein zweites Schiff, das ich selbst gebaut habe. Das schafft bis 2 Kilotonnen. Und hier, auch hier habe ich ein schönes großes Cockpit. Fliege ich auch meistens. In der First-Person-Ansicht. Schafft bis 2 Kilotonnen in den Space. Atmosphärisch natürlich mehr, das ist klar. Das ist auch Atmosphäre, wird das auch mehr schaffen. Vielleicht so 1,4 Kilotonnen bis 1,5, aber in den Space ein bisschen weniger. Ja, das ist meine Fabrik hier auf Aliot. Ich hatte hier mal angefangen, einen Shop zu machen, habe dann aber das doch sein lassen. Vielleicht mache ich mal irgendwann weiter, weiß ich noch nicht. Ja, das sind alles Sachen. Ich habe in meinem ganzen, also im ganzen Verlauf des Spiels, seit der Release, habe ich nicht einen Blueprint gekauft, sondern wenn man viel umherfliegt, dann findet man eigentlich genug Schiffe. Man muss eben nur ein bisschen suchen, ja, und umherfliegen halt, ne? Deswegen mache ich das auch so, ich fliege Missionen, auch wenn es sich gar nicht lohnt. Das heißt, ich fliege auch mal für, okay, hier ist jetzt nichts, aber ich fliege auch mal für 10.000 Quanta Belohnung oder 50.000, nur um einfach umher zu fliegen. Und manchmal hat man Glück, dann findet man was. Ja. Okay, dann hier ist meine Zentrale von dem Ganzen, also hier oben ist eine Fabrik drin. Ich muss mal überlegen, ich weiß gar nicht, was das stärkste oder das aufwendigste ist, was ich herstelle, das weiß ich im Moment gar nicht. Ja, und da man viel umherkommt, hat man natürlich auch, findet man auch viele Fabriken, wo ordentlich Schematik drin sind, da oben zum Beispiel Produktmaterial 94.000, das ist schon eine heftige Menge, oder Warpzellen 23.000 Warpzellen, das ist schon nicht schlecht. Die L Core Unit L 39, um mal so die 4 L 10 Stück, M 9 Stück, oder hier Scrap oder T2 Produktmaterial, na, da kommt schon was zusammen, also das ist schon ziemlich gut. Und man findet natürlich jede Menge Erze auch. Da habe ich hier auch ordentlich das Lager voll. Aber ich würde mal mein, ich habe ja von dem M-Dynamisch, habe ich ja, mal gucken, einen Rahmen bekommen, den werde ich mal hier reinpacken. Das war, glaube ich, der weiterentwickelte Rahmen, Standardrahmen M. Hier ist er auch schon. Ich weiß nicht genau, wo was ist. Hier hatte ich auch ein Schiff übernommen, das hatte ich gefunden. Und das habe ich dann aber per Wartungseinheit, weil da fehlte schon, da war jemand schon vor mir, hat ein bisschen was vergessen, hat ein bisschen was drin gelassen. Und da habe ich mit der Wartungseinheit, habe ich den Rest dann abgebaut. Ja, wie man sieht, 16 Rahmen, die habe ich nicht alle selbst hergestellt, sondern eben dadurch, dass ich die Kerne setze. Also immer, wenn man selbst einen einzelnen Kern ohne irgendwas dran auf jeden Fall ersetzen, dann bekommt man die Bauteile zurück. Ich kann ja meine Fabrik mal ein bisschen erklären. Also hier unten ist alles, ja, hier unten sind alles nur einfache, also T1 Industrien, die aber auch T2 Produkte machen, herstellen, aber die Industrien, das ist alles nur T1 hier unten, Elektronik, 3D-Drucker, Metallindustrien, so einen höher kommen, alles einfache Fließbänder, die alles mögliche erstellen, was ich halt so selbst gebraucht habe. Ich bin Selbstversorger. Eine Etage höher kommen die unüblichen Industrien, die T3-Produkte herstellen, also die Bauteile, besser gesagt. Hier kommen T3-Fließbänder, nein, T2-Fließbänder, die unüblichen Fließbänder hier.
nochmal die weiterentwickelten Industrien hergestellt. Also ich produziere auch meine Industrie alles selber, ich kaufe nichts auf dem Markt rein. Hier ist T3 Industrie. Die produzieren Seltenes. Ich muss mal gucken. Achso, hier habe ich das Fließband mit reingestellt, weil ja hier immer weniger wird. Weltraumeinheit. Okay, ja, ich glaube, das ist das Aufwendigste, was ich hier auf Aliot herstelle. Ich glaube, oben weiter ist gar nichts mehr. Und ganz oben ist das Lager. So, da hinten ist die Wurzelnfabrik. Die ist für mich ausreichend. Die schafft, ich glaube, 100 Wurzeln am Tag, glaube ich. Ist für mich völlig ausreichend. Für mich privat. So, hier habe ich eine Kopierstation, eine Datenbank. Kopierstation, das schnippelt man. Oder man klemmt die neue hier an, verbindet die, die ist schon angeklemmt, dann startet man das und dann wird automatisch einmal die Datenbank kopiert. Ja, so, dann wollen wir mal weiter schauen. Wo wollen wir zuerst schauen? Schauen wir mal. Schauen wir mal auf die Raumstation. Die ist 12 SU weg und zwar auf dem Weg von Aliot nach Talos und Manes. Da habe ich die hingestellt. Und ich habe die so weit weggestellt, weil mir gefällt das nicht mit dem Aufzug. Das ist mir zu unrealistisch. Einfach mit dem Aufzug steil nach oben, also senkrecht nach oben in den Weltraum zu fliegen und dann ist da meine Raumstation. Das ist mir zu unrealistisch und deswegen. Also ich möchte schon ein bisschen vernünftig umherfliegen, auch zur Raumstation. Und deswegen habe ich die hier 12 SU weit weg gemacht. Auch hier das gleiche Prinzip. Unten alles einfache Industrie. Ist im Prinzip der gleiche Aufbau. Dann die einfachen Fließbänder, die auch hier auch die Industrien selber herstellen. Unübliche. Achso, hier habe ich es hab so gemacht. Unübliche Industrie, aber die Fließbänder sind ja auch mit auf dieser Ebene. Hier weiterentwickelte Industrie. Aber ich glaube, hier geht es schon gar nicht mehr. Ne? Ja, weil seltene Industrie, da kann man ja, glaube ich, nur die Bergbahneinheiten ohne Plasma herstellen. Und die brauche ich ja nicht. Mal gucken, was hier das Stärkste ist, was ich herstellen kann. Das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Auch dynamische Weltraum natürlich. Bergbaueinheit, die seltene, Antischwerkraftgenerator ist. Boah, weiß jetzt auch nicht, was hier jetzt das Schwierigste ist. Ich würde sagen, ich glaube, was war das noch was? Die Weltraumeinheit L, wo ein Bauteil mehr als 10 Bauteile braucht? Ich glaube ja. Deswegen stehen da auch so viele Transfereinheiten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Mal gucken. Nee, ich weiß es nicht mehr. Irgendein Bauteil hier von diesem Leistungstransporter Kanten. War das die Anti-Schwerkraft? Ich glaube, die war das, ne? Ach ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja in der. Ich bin ja personalisiert, da kann ich ja. Oh, da kann ich ja die Industrie nicht bedienen. Okay, also das ist die Industrie unter mir. Hier unten drunter direkt sind die Behälter. So, das sind auch nochmal Schiffe, die ich im Space gefunden habe. Hier ist noch, was ist das? Ein
Abzug. Wird von dem Abzug sein. Da ist eine List 19. Das ist eine Falken, L2. Ja, hier stehen auch noch so ein paar Schiffe rum. Das habe ich selbst gebaut. Ich muss mal gucken, was das für ein Schiff war. Achso, Wachsucher. Ah ja, ich bin ja auch, ich fliege ja gerne mehr und ich bin dann auch zu den äußeren Planeten geflogen und habe da Wachs gesucht. Und das war das letzte Schiff, das ich mir dann gebaut hatte, dass ich auch ein bisschen geschützt bin. Hat auch, ich suche jetzt mal gerade, ich glaube Waffen hat das gar nicht. Oder andere. Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal gucken, das ist schon wieder ein bisschen lange her. Im Moment spiele ich nicht so aktiv, ich habe zwar noch das Abo bezahlt bis morgen. Ne, da sind gar keine Waffen drauf. Das ist mein Schiff, mit dem fliege ich in der Safe Zone. Hast du ihn meinen? So. Achso, jetzt habe ich zwei hier. Jetzt muss ich aber überlegen, der glaube ich hat Waffen. Ach ja, denn mit dem wollte ich, den hatte ich mir gebaut. Mit dem wollte ich in die PvP-Zone eventuell. War ich aber nie gewesen. Jo, wollte ich. Hätte ich immer mal machen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Da fällt mir, wir können ja mal gucken. Das ist immer so ein gutes Indiz, wie viel Asteroiden endlich besucht werden. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Sicherheitszone. Selten hat ja, ich will gucken, wie viel. Also ich will gucken, wie viele HJ unentdeckte sind. 47. Und 57 übertragen. 47. Oh, das waren schon mal mehr. Das waren schon mal über 100, die unentdeckt waren. Nee, Gott, um HJ nicht. Zusammen, alle zusammen waren über 100 oben. Jetzt sind es doch ganz schön viele. Alles wird doch. Zumindest was das Asteroiden-Mining angeht, werden es doch immer weniger, die Asteroiden-Mining betreiben. Okay, also entweder haben die Leute, die Spieler besser gesagt, jede Menge Erze, oder es werden wirklich, ja, es werden so und so und so. Es werden so und so immer weniger Spieler, das ist ganz klar. So, und hier habe ich dann mal angefangen, hier noch eine zweite Lande. Plattform zu bauen, ist aber auch nie fertig geworden. Aber wenn ich ins Spiel zurückkomme, irgendwann, also nach spätestens nach 90 Tagen, bin ich auf jeden Fall wieder zurück, weil ich möchte das ungern alles verlieren. Und da unten ist noch was ganz anderes. Also das ist die gesamte Raumstation. Das habe ich mir dann so gut gestellt. Und man sieht das da von da an nicht besser. Das soll dann so von oben, also geschwungen nach unten dann dünner werden. Oh. Naja. Boxen ist eben nicht so meine Stärke. Ich habe es ja auch schon gesagt im anderen Video, dass das nicht so wirklich mir Spaß macht. Boxen ist zwar eine tolle Sache. So, und hier noch ganz besonderes Schiff. Das Alien-Schiff, das große L-Schiff, das habe ich zweimal gefunden bei meinen Backtouren. Ich glaube bei Jago war das. Ich habe beide bei Jago gefunden. Das war natürlich auch ein Highlight für mich, dass ich die gefunden habe. Okay, dann schauen wir mal in die nächste. Das war die Raumstation. Dann zeige ich euch mal, was ich auf Heben so habe. Da habe ich mir auch was Besonderes einfallen lassen. Zeige ich euch mal. Da hatte ich nämlich eine Idee. So, Haven. Da habe ich natürlich auch eine Fabrik. Da kann ich auch. Ich glaube, ich habe es da auch bis zum bis zur Haupteinheit, bis zur Raumstation. Raumstationskern L habe ich da glaube ich auch so weit aufgebaut. Ja, hier hatte ich vor, ich muss mal gucken, hier hatte ich vor, noch ein größeres und stärkeres Schiff zu bauen, ist aber
auch irgendwie, naja, nie fertig geworden. Dann hatte ich mal die Idee, ich müsste mal, oder es gibt kaum Spieler, die Starterschiffe bauen, und dann hatte ich mal angefangen, die Starterschiffe zu bauen. Hatte dann auch zwischendurch die Lust verloren. Hier habe ich ein Schiff, das habe ich mal gefunden. Das steht jetzt mal einfach nur so rum hier. Das hat auch, das sieht ja nicht schlecht, auch so mit diesen Lichtern, diesen Lichtlauf. Aber auch hier, da kann man, da ist das Cockpit und das ist mir einfach zu klein. Ansonsten, schönes Schiff. Also ich habe gerne, dass man viel sieht. Ich muss mal Lichter machen. So, und ich habe aber was überlegt, man hat ja so viele Bauteile, die dann Leben verloren haben, und da habe ich mir gedacht, ja, hier ruckelt's. Komisch, auf Palias ruckelt nicht, aber hier ruckelt. Und die Schiffe habe ich auch gefunden. Dann habe ich mir gedacht, mache ich mal einen Schrottplatz. Aber leider wurde das bisher noch nicht so wirklich angenommen, oder gar nicht eigentlich. Hier habe ich auch öffentliche, einmal für deutsche Spieler, einmal für englischsprachige Spieler. Für deutschsprachige Spieler, dass ich zwei getrennte Einträge habe bei den, wenn man hier in diese Dings geht, damit. Oh, ich glaube, hier war Englisch eben gerade. Das ist umgesprungen auf Deutsch, kann das sein? Also hier habe ich was gebastelt, dass je nach dem, was für ein Spieler hier per Suche geht, kommt, dass dann die Sprache umspringt auf jeden seine Sprache. Aber verkauft habe ich hier leider noch nichts. Hier habe ich ein paar Dispenser aufgestellt mit Sachen. Das kann man allerdings nur so machen, weil das ja Sachen sind, die Leben verloren haben, die kann man ja nicht stapeln. Und dann habe ich das so gemacht, in ein Paket geschnürt, und dann, wenn man hier dann aktivieren würde, dann würde man das Paket bekommen. Aber hat bisher nicht funktioniert, weil ich sage mir, wenn ich jetzt einen Warpkern, ich habe hier auch Warpkerne, wenn sie jemand haben möchte. Ich habe hier auch einen Warpkern, ich muss mal gucken. Ich habe zum Beispiel einen Asteroidentrecker, wenn den jemand haben möchte, ich muss mal gucken. Aber morgen ist ja eh vorbei, aber das bleibt natürlich aktiv und bestehen. Gebietscanner hat noch zwei Leben, Warp-Antrieb L hat noch zwei Leben. Und nur weil ein Warp-Antrieb zum Beispiel ein Leben verloren hat, schmeiße ich den ja nicht weg. Genauso wie ein Gebietscanner schmeiße ich nicht weg. Oder ein Asteroidentrecker. Den kann man ja trotzdem noch gebrauchen. So, und hier Rotationstüten zum Beispiel. Also ich würde die nicht wegwerfen, nur weil die ein Leben verloren haben. Dann benutze ich die halt, wenn ich ein neues Schiff baue, ein größeres Schiff, benutze ich die erstmal, mache die ran zum Probeziehen. Und wenn die dann kaputt gehen, dann ist das auch egal. Also die können mal noch einen guten Dienst leisten. So, und hier habe ich Schiffe gefunden, die biete ich hier zum Kauf an. Hat sich aber auch nie jemand gemeldet. Die habe ich auch alle gefunden. Jo, dann zeige ich euch oben nochmal. Da ist das gleiche eigentlich. Wie auch bei den anderen Fabriken. Und warum ich so viele Fabriken habe, ist der eine Grund. Ich zeige euch das. Ich kann das schon mal erzählen. Ich zeige euch das nachher. Ich hatte erst auf Aliot 7 Gebiete, hatte diese Fabrik, die jetzt hier steht, auf Aliot. Und als es hieß, dass die Bots nicht erneuert werden, habe ich dann erstmal die ganze Fabrik eingepackt und habe die hier nach Haven gebracht. Habe dann für einen Monat aufgehört, habe mich dann umorientiert. Ich wollte zwar Eigenversorger immer sein, wollte also nie den Markt beliefern oder so. Ach, hier habe ich gar nicht so viel, sehe ich gerade. Kann ich hier Weltraum? Ich glaube, Weltraum habe ich hier trotzdem. Dynamischen Weltraum, ja, genau.
Ja, habe dann für einen Monat aufgehört, habe mich dann umorientiert, das, weil Fliegen macht ja trotzdem Spaß. Und das, dann habe ich ja wieder angefangen und dann habe ich zuerst die Raumstation angefangen und dann habe ich auf ALIJ auf dem Gebiet, wo ich da die, achso, hier habe ich auch mal was gemacht. Ah, dann kann ich euch noch was zeigen. Hier habe ich mal zur besseren Orientierung die ganzen Schriftarten mal gemacht auf und hier habe ich mal was gemacht, das kann ich euch mal zeigen. Ich muss jetzt mal gucken, welche das jetzt eigentlich ist. Ach, das kann man nicht, das ist aber schade. Ach, ich habe hier mal ein Spielprogramm mit. Okay, geht nicht. Kann ich euch leider nicht zeigen. Na gut, was sonst. Also das ist mein Nebengebiet. Ja, und ich habe mich umorientiert, weil Fliegen macht ja trotzdem Spaß. Und dann bin ich wieder zurück. Aber ja, da ist jetzt doch ein bisschen in letzter Zeit lang, weil ich wurde, habe ich mir gesagt, ich lasse es jetzt wieder auslaufen und nach 3 Monaten komme ich auch wieder zurück, damit das nicht alles verloren geht. Kann ich euch mal zeigen. Wir sind jetzt hier. Also ziemlich dicht hier. Ein paar Felder nur ab von der von diesem Distriktbereich. Und ich hatte irgendwo in der Wüste, ich glaube auf der anderen Seite, da habe ich sehr gute Gebiete gefunden, aber T1 Gebiete, aber da war alles sehr gut. 7 Gebiete hatte ich, da war alles sehr gut ausbalanciert, also Kohle, Quarz und so weiter. Und also es hieß, die Bots werden nicht erneuert, da habe ich dann gesagt, ich ziehe nach Reven, bringe alles nach Reven und höre erstmal auf und dann sehe ich mal, ob ich wieder irgendwie Lust bekomme. Und so habe ich das dann gemacht. Jetzt wollte ich noch mal was gucken. Und zwar die T1 Erze, wie teuer die sind. Die sind nämlich im Preis in der letzten Zeit ein bisschen gestiegen. Kauforder 1637. Bauxit. Hämatit 18. Also, achso, auf Sinnen. 1471 auf ALIJ. Kohle 1421, naja, es geht ja schon. Also, ja, es war schon schlimmer, es war schon wesentlich weniger. Hier könnte man wieder ein bisschen Geld verdienen, aber was ist das hier? Sanctuary. Hier kaufen. Rüberfliegen, verkaufen, aber mache ich nicht. Ich habe genug Geld. Ich hatte das große Glück, ich habe auf dem Mond 4 habe ich eine große Fabrik gefunden, wo ich wusste, dass die ausläuft und habe mich dann hingestellt und habe gewartet, bis der Kern explodiert ist. Und da hatte ich das große Glück. Zu meiner Überraschung, da war einmal Plasma mit drin und das habe ich dann verkauft. Ja, ich habe ausgesorgt, würde ich sagen. Jo, also wie man sieht, das geht eigentlich. Man kann auch hier auf dem Live-Server. Und man kann ja, wenn man etwas schon ein bisschen weiter ist, ein gutes Schiff hat, kann man ja auch auf Astrogen fliegen und dann die Erze hier verkaufen. Das mit T2 kann man eigentlich ganz gut verdienen. Bloß der Anfang ist ein bisschen, ja, ohne Vernichtung kommt nichts. Das ist eben so. 77. Ja. Dann kann ich euch noch was zeigen. Und zwar hier. Und zwar gibt es hier, haben Spieler aufgestellt, Desert. Public Desert. Da kann man hingehen. Verbinden. Da kann man sich, da kann man den Desert, hat man Zugriff auf den Desert und kann sich einen Wegpunkt setzen zum Asteroiden. Man muss aber einen Asteroiden nehmen, der schon aufgedeckt ist. Dann braucht man keinen eigenen. Das mal noch als Information für neue Spieler. Also es ist schon ein bisschen einfach, hier weiterzukommen.
Jetzt muss ich mal gucken, wo der ist. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn, aber wo ist er? Dahinter? Ah. Dann geht man hier einfach so ran. So. Ist ja das gleiche wie vorhin. Sicherheitszone entschalten. In der Nähe von Haliad. Und dann muss man diese. Achso, dann kann man ja hier auch noch einschalten. Dann kann man. Und da muss man gucken hier. Der zum Beispiel ist vor 37 Stunden übertragen worden. Also der ist relativ neu. Da sollte man eigentlich noch die zwei Ärzte finden. Hier, Wegpunkt. So, dann wieder schließen. Aus der fettierten Sitzung raus und dann ins Schiff einsetzen, losfliegen. Und beim Anfliegen natürlich aufpassen, der Wegpunkt führt jetzt direkt zum Asteroiden. Also das ist kein Problem. So, dann will ich euch noch mal was anderes zeigen. Wir sind ja noch nicht fertig. So, das war mal eine Station. Die habe ich auch abgebaut. Aber da gibt es jetzt nichts Besonderes zu sehen. Da habe ich nur Kisten, wo das dann alles lagert, weil das kann da auch bleiben. Erstmal, solange ich es nicht brauche. Das ist der Schrottplatz. Das ist dieser Schrottplatz, wo ich jetzt hier bin. Hier hatte ich auch die Idee, einen Schrottplatz zu machen. So, das sind die äußeren Raumstationen, da gibt es auch nichts zu sehen. Und viel, das kann ich noch zeigen, obwohl. Ah, kann ich ja machen. Man kann auch andere Gene Asteroiden farmen oder auf Asteroiden Erze sammeln. Und ich gehe auf besitzerlose. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Ja, ich glaube hier. Auf besitzerlose Konstrukte suchen. Und dann findet man auch jede Menge Erze. Und Pyrit ist ja nicht so viel, sondern die Nied. Aber hier Pyrit 232.000 Liter. Also hier ist noch ordentlich was vorhanden. Malachit, Kohle, Petalit. Also man muss auch schon ein bisschen bereit sein, viel umher zu fliegen, dann findet man auch solche Sachen. Und hier noch jede Menge Kisten voll mit irgendwelchen Krimskrams. Achso, das sind ja nur Waben. Okay, das sind nur Waben. Ich glaube, das sind alles nur Missionen. Was habe ich hier noch? Irgendwelche Durcheinander-Sachen. Wie man sieht, ich schmeiße hier nichts weg. Ich hoffe ja, ich wünsche es mir ja, dass das irgendwann kommen wird, dass auch solche Sachen gestapelt werden und dass man die dann auch mittels, wie heißt das jetzt, Verteiler, mittels Verteiler verkaufen kann. So wie ich das auch schon mache, nur mittlerweile geht es leider nur so, dass man dann, also ich muss das als Paket schnüren und dann kann ich es nur als Paket verkaufen, anders geht das leider nicht. Aber warum wegschmeißen die Bauer? Vor allen Dingen auch Behälter. Ja, die haben ja noch vier Leben, die haben ja insgesamt fünf Leben. Warum soll ich das alles wegschmeißen? Ja, das ist meine Idee. Hier sagen wir noch, auch hier sind auch noch jede Menge Bauteile. Also, eigentlich brauche ich gar nicht so ausgehen. Natürlich ist auch schon vorgekommen. Ich bin einfach aus Spaß. Weil ich mal wieder Lust drauf hatte, bin ich einfach mal zum Asteroiden geflogen, obwohl ich. Das hatte ich gar nicht brauchen. Ja, und dann, ja. Achso, falls ihr euch wundert. Und zwar habe ich mal einen Test für mich selber gemacht. Ich habe bei meiner Station mal alle Bergbaueinheiten abgebaut. Ich wollte mal sehen, wie es ist, ohne Bergbaueinheiten zu spielen. Aber bisher habe ich doch keinen Unterschied festgestellt. Aber ich wollte mal ausprobieren. Aber ich habe auch so viel Herz, ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Achso, auch Asteroiden auch nicht, aber ich brauche auch nicht mehr ich brauche auch nicht mehr Bergbaueinheiten, brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr. Weil mittlerweile habe ich so viel, dass ich eigentlich gar nichts mehr herstellen brauche. Außer natürlich Treibstoff.
So, und jetzt will ich euch noch eine Sache zeigen und dann war es das auch schon. Hier sieht man Scrapyard, das ist das für die englischsprachigen Spieler. Und das war sogar das hier, glaube ich. Auf Haven, ja, auf Haven. Und das ist für die deutschsprachigen. So, und dann habe ich noch Wilded. Da habe ich mir ein Gebiet genommen. Und zwar bei der Wossi Twitch Company, in der Orga ich auch bin. Und da baue ich mir eine kleine Waldhütte. Und zwar komplett mit diesem Voxel Vertex-Tool, was schon ein bisschen kompliziert ist. Aber naja, man kann schon tolle Sachen damit machen. Zum Beispiel sowas hier, einen schönen Fußboden. Jetzt muss ich mal gucken. Oder auch schöne Wände. Die sehen dann so aus, als wenn das so Platten ineinander so nach außen verschachtelt sind oder wie man das nennen will. Also man kann schon tolle Sachen machen, aber auch hier, ich lasse mir wirklich Zeit damit, weil ja, das ist eine tolle Sache, aber auch schwierig. Oder naja, schwierig nicht. Man muss es verstehen, aber ja. Also hier unten, ich weiß gar nicht, wie weit ich hier bin. Ach so, hier fehlt es noch, dann kann ich das ja mal hier zeigen. Also das macht man dann mit dem Vertex-Tool. Als wenn man hier richtig so Platten übereinander so, ja, verschachtelt hat, oder wie man das nennen will, so Holzplatten. Jo, ja, das war's dann, glaube ich, erstmal. Mal sehen, ob ich noch etwas erzählen kann, was wichtig wäre. Ach so, und ich habe, wir können ja mal trotzdem zurück. Ich habe derzeit nur drei Gebiete, auf denen auch keinerlei Bergbaueinheiten stehen. Und zwar, weil ich hier aufhören will. Und die sind natürlich dann auch alle. Jetzt muss ich mal gucken. Schon lange nicht mehr gespielt, bei Wallet war das. Die sind natürlich auch alle als Headquarter gestellt, damit die nicht verschwinden. Ist ja klar. Jo. Ich hatte auf Tardis hatte ich noch 5 Malachit-Gebiete, aber die habe ich dann auch wieder aufgelöst. Schon allein aus dem Grund, weil ich ja jetzt aufhören will. Jo, dann mache ich hier mal zu. Ach ne, ich mache nicht zu, ich will ja noch wohin. Aber das mache ich jetzt, ohne das Video anzulassen. Ja, dann habt ihr auch mal ein bisschen was gesehen. Also ich werde hier wahrscheinlich irgendwann mal weitermachen mit meiner Verkaufsidee hier. Also die Idee ist hier normal, hier andersrum. Oben normal und unten mit Rabatt zu verkaufen. Das ist meine Idee. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen, dass irgendwo Rabatt. Wenn ich drei Stücke auf einmal kaufe, dass ich ein bisschen Rabatt habe. Ja, und auch hier ist das, je nachdem, welche Sprache ich bin, wird das dann hier angezeigt. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.